Herr Kohlhaas, setzen Sie sich doch bitte. Herr Kohlhaas, Sie sind tot. Wir entscheiden jetzt, wie es weiter mit Ihnen geht. Was soll das heißen? Tot und wie es weitergeht? Wir entscheiden jetzt, ob Sie geeignet sind für unseren Himmel. Das ist wirklich wunderschön. Ja, und wir müssen halt entscheiden, ob Sie zu uns passen, weil wir nehmen nur die vorbildlichsten Menschen. Und Moment, also wenn jetzt die vorbildlichsten in den Himmel kommen, was passiert dann mit denen, die es nicht schaffen? Ja, wenn sie nicht zu uns passen, dann kommen sie zurück auf die Erde. Die nicht zu uns passen, die Doofen, die schicken wir zurück. Deswegen haben wir hier nur die ausgewähltesten Menschen. Wie wird das jetzt entschieden? Ja, müssten Sie uns eigentlich nur ganz kurz mal so einen Alltag von Ihnen schildern, so beschreiben, was da so passiert. Ach so. Also ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch und stehe auch sehr gerne sehr früh auf. Dann gehe ich joggen, 5 bis 10 Kilometer, häufig zweimal täglich. Und auf dem Weg dann liefere ich meine alten Konserven an die Armen und Bedürftigen ab, damit die ein wenig was zu essen haben. Das klingt so vorbildlich. Ich glaube, Sie passen ganz hervorragend zu uns. Haben Sie sicher nichts dagegen, wenn wir uns noch mal kurz einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Leben anschauen? So einen 24-Stunden-Überblick. Moment, wie jetzt denn als Video, oder? Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Wir haben da so eine Aufnahme von jedem, der zu uns kommt. Wissen Sie, das ist ja jetzt, also dann schauen wir da mal eben. Nee, Moment, nee, das ist überhaupt nicht. Warten Sie doch mal, bevor Sie irgendwie. Nein, bitte, es ist. Ja. Verstehen Sie vielleicht falsch? Jetzt nicht überreagieren, das war anscheinend ja wirklich ein Fehler. Vielleicht gucken wir uns doch noch mal irgendwie einen anderen Tag an oder sowas. Ich glaube, das Beispiel hat genug gezeigt. Wir haben gerade festgestellt, das passt leider gar nicht. Da haben wir uns leider geirrt. Das Video ist ja gefaked, ist es doch vielleicht. Ja, nee, sie passen leider gar nicht zu uns. Und nein, so ich möchte nicht mehr nicht. Zurück. Ich möchte nicht mehr hin zurück. Wir haben das auch nicht, wenn wir hier angelogen werden. 3 Jahre... Erde, Sie studieren, das klingt doch nett, studieren. Nee. Medien, 3 Jahre Medien in Berlin. In Berlin, Medien studieren? Und, das ist doch gar keine Perspektive, da werde ich doch arbeitslos. Ja, dann sehen wir uns 3 Jahren wieder. Tschüss.